Willkommen zurück auf neuen Gaming und das ist das erste Score-Bilder-Battle in FIFA 22. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, ich habe richtig Bock. Das erste SPW und es ist schon so verdammt lange her, dass ich ein SPW gemacht habe in FIFA 21 auch. Und jetzt direkt am Release-Tag hier heute FIFA 22 SBB gegen meinen lieben Mitbewohner Bossio, mein Liebster, mein Bester, mein Allerjüngster. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Tausend Dank. Benji, vielen Dank für diese wunderbare Einladung. Es freut mich super, dass ich hier am Start sein darf. Zu einem SBB. Wir haben noch nie gegeneinander gespielt. Ich hab Bock. Ich hab auch Bock, Freunde. Wenn ihr auch Bock habt, Daumen nach oben auf dem Video da, lasst mal like, also Flaki. Abonniert den Kanal, checkt Bossio ab. Dort wird auch was online kommen, Freunde. Und bevor es reingeht, check noch kurz die Worte von meinem Partner Level Up aus, weil da startet wieder eine neue Aktion. Denn heute startet eine neue 3-für-2 Aktion bei meinem Partner Level Up und sie bringen zwei neue Sorten direkt raus. Und zwar die Nightmare Edition und die Frankenstein Edition. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, Freunde. Die haben auch beide so ein Special Feature, dass sie so knistern wie damals dieses Kaktuseis, Freunde. Und mit meinem Code NRG2 kriegt ihr 3 Dosen zum Preis von 2. Ich will nicht sagen, dass ihr euch am besten 3 Dosen kauft, aber ihr habt bestimmt Freunde, die es auch mal testen wollten. Und dann kriegt ihr gerade 3 Dosen zum Preis von 2. Also spart ein bisschen was, Freunde. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Ich würde mich sehr freuen. Das Ganze startet heute am 27. um 18 Uhr. Und jetzt viel Spaß weiter mit dem Video. Ich habe noch nie so gut das eingebaut, dass ich das vorher schon gesagt habe. Wow. So, Boys, das Squad-Builder-Battle heute geht um Vinicius José de la Oliveira Jr. 5-Sterne-Skill-Fashion, 4-Sterne-Weakfoot. Brasilianer heute am Start. Und falls ihr aus irgendeinem Riesenzufall nicht wisst, was SBB ist, ich erkläre es euch nicht, guckt es euch an, ihr werdet es verstehen, es ist am einfachsten. Und dann halte ich jetzt deine ersten Spieler rein, Giuseppe Luca Bossio, okay? Okay, dann stelle ich rein. Ja, ich habe übrigens noch kein Board, Freunde, ich muss jetzt mein Handy erstmal nehmen. Also, ich fange mal an mit dem Stürmer, ja. Der Stürmer ist heute ein ganz besonderer Mann. Den würde ich normalerweise niemals spielen, aber ich dachte mir so, ey, Pace ist irgendwie dieses Jahr nicht so wichtig. Deswegen im Sturm Benzema, Roll im Benzabra und RF spiele ich einen Mann, der eigentlich super talentiert ist und der jetzt langsam wieder reinkommt. Gott sei Dank, das war Leroy Sané. Nein, ich dachte, mein Dembélé mit mega talentiert und kommt wieder rein. Fuck! Ich habe Depay und Dembélé aufgeschrieben. Richtig und richtig. Alles klar. Ich spiele auch mit einem Spieler, wo ich eigentlich sonst nicht spielen würde, mit einem Stürmer, der 80 Tempo hat. Aber ich dachte, dieses Jahr kann man es tatsächlich mal probieren, nachdem ich auch gesehen habe, was der schon teilweise kann. Und das ist Antoine Griezmann. Aha. Und im rechten Sturm spiele ich einen Mann, der kommt erst auch so langsam wieder rein von seinem Talent und so weiter her. Und zwar Leroy Ousmane Dembélé. Ah ja, cool. Kannst du beide behalten. Ich habe aufgeschrieben Morales, weil der einfach OP ist und Porto. Strong in Spanier, dies, das, aber okay, kannst du beide behalten. Ist gar kein Problem, gar kein Problem. Okay, gehen wir ins Mittelfeld über, Muchachos. Dann hau ich mal rein, Cousin, deine 3 ZMs. Mein Bester, mein Jutster. Also rechts Stronglink zu Sané, ganz einfach. Leon Goretzka, so ein Ding. In der Mitte bin ich gegangen mit einem neuen. Sehr wahrscheinlich, dass du ihn vielleicht aufgeschrieben hast. Und zwar Camavinga. Und ultra kreativ tatsächlich bin ich links einfach mit noch einem Real Madrid-Spieler gegangen. Und zwar Valverde. Guckst du eigentlich gern Cartoons? Hä? Hast du früher gern Cartoons geguckt? Ja. Auch so Comics gelesen? Ja. Kennst du Lucky Luke? Ja. Weißt du, was der für Schüsse hat vorher? Die gehen ganz schnell. Ja, was ist jetzt? Und der hat eine richtig hohe, der trifft eigentlich immer. Ja, komm, sag. Und heute haben wir 2 von 3 getroffen. Okay. Valverde, Coutinho und Goretzka, mein Liebster, mein Allerliebster. Das ist wunderschön und ins Zentrum packst du bitte den Torwart rein, mein Bester. Bist du wirklich mit Goretzka gegangen? Mein Jutster, natürlich bin ich mit Goretzka gegangen, mein allerliebster Bester. Ey, ich wollte mit Kimmich gehen, aber ich hatte keine Mütze zu Josh Goretzka. Also, wie hast du den Verein? Ich dachte, du hast vielleicht in Goretzka investiert und deswegen habe ich Goretzka genommen.
Ich habe auch was aufgeschrieben. Ich starte mit meinem linken ZM. Dort gehe ich mit einem Brasilianer. Mhm. Aus der Premier League aber. Mhm. Wenn wir schon bei Cartoons sind und sowas, kennst du vielleicht den Film, wo es friert? Aha. Da stellen wir den hin. Im Zentrum, dachte ich, gehe ich mal richtig, richtig kreativ. Und nehme mir eine Icon mit, und zwar Pep Guardiola. Die hat meinem ersten Beben, dachte ich mir, da lasse ich mich nicht lumpen und klatsche direkt eine Icon auf den Tisch für dich, mein Liebster. Im rechten ZM spiele ich Christopher. Christopher Nkunku aus der Bundesliga. Ich bin mit Casemiro gegangen. Kamavinga. Und rechts wollte ich mit einem Franzosen aus der Bundesliga gehen, habe mich dann spontan für Rabiot entschieden. Wagner Tiro. Den freut man, dann nehmen wir auf die Außenverteidiger, mein Jutzer. Alter, Digga, halt dein Maul. Okay. Ich halt rein. Die Schnuti, Linksverteidiger, habe ich mich entschieden, mit einem Schotten zu gehen. Ein Schotte aus der Premier League. Ach, so muss man das jetzt machen. Und zwar nennt er sich Tierney von Arsenal, die heute 3-0 gegen Tottenham gewonnen haben. Und auf der rechten Seite mit Je ne sais pas qu'est-ce que c'est parle vous français, Mukiele. Der. Die Spieler, Alter. Links habe ich aufgeschrieben, Reguilon. Und rechts Mbabu. Sag dir, was sind das für Spieler? Das Spiel ist nicht mehr draußen. Ich werde jetzt schon für meine Teams gehatet. Ich glaub's ja nicht, Digga. Es ist ganz großes Kino und ganz stark stabil gebaut, Digga. Ganz groß. Wenn du die Spieler noch nicht kennst, dann kann ich dir mal hier einen super Trading-Server ans Herz legen. Lava nicht so viel. Auf der rechten Seite. Österreicher. Superstar. Liner. Und auf der linken Seite. Mandy, Cabristo. Wer ist denn der Rechtsverteidiger? Was sind das für Spieler, die du da benutzt? Leiner, Gladbacher. Ah, der, Leiner, L-A-I-N-E-R steht hier auf meinem Board. Da darfst du bitte auch noch einen Brawl-Spieler reinstellen, Digga. Ist das heute irgendwie so ein schlechter Prank von dir? Brauchst du wieder ein Video oder was? Oder was findest du hier? Ach so, willkommen hier bei, verstehen Sie, ja, Spaß. Nee. Heute hast du einen Clown gekriegt, Digga. Heute ist ja richtig lustig unterwegs. Okay, okay, dann gehen wir mal ins letzte magische, goldene Dreieck. Ich halt rein, wir gehen rein in die letzten drei. Vamos, let's go, hier sind deine drei Spieler, Giuseppe. Okay, also wenn du jetzt wirklich nochmal einen hast, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann weiß ich wirklich nicht mehr weiter. An alle Mainz-Fans, ich hoffe, ihr drückt mir Glück. Nia KT, rechter Innenverteidiger, St. Just und im Tor, Gulaschi. Ich dachte, du gehst mit mehr Franzosen. Ich habe leider nur Nia KT aufgeschrieben. Nia KT, Kimpembe und Maignan. Muss leider noch eine Bronzekarte reinmachen, Digga. Entspannt, Digga. Da sehe ich mich doch. Das ist ein gutes erstes SBW, Digga. Du bist ja auf jeden Fall grandios ins neue FIFA-Jahr gestartet, ne? Bruder, ich gebe heute auch mal den schlechteren Spielern heute ein bisschen Minuten. Ich halt rein und ich sag dir, ich hab alle. Ich hab sie. Ich hab einen ganz richtigen Riecher. Das wäre jetzt natürlich ganz, ganz Crazy Frog, ne? Ich gehe mit Rüdiger, Klostermann und ich gehe mit Timo Horn in Form. Dein rechter Innenverteidiger, wer war das? Klostermann. Da kommt ein Bronzetorwart hin. Dein linker Innenverteidiger. Und wo noch? Auch ein Bronze. Rüdiger. Das gibt es nicht. Und dein Torwart ist leider, da habe ich Ledo aufgeschrieben. Oh, ah, Scheiße. Aber ey, die zwei Bronze-Innenverteidiger, vor allem der Torwart, die sind sehr sympathisch. Und mein Vinicius wird sich da freuen auf der linken Seite. Der wird sich da freuen. Oh, alles über links. Zack, 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 zack. Okay, Spieler kommen rein und dann gehen wir rein ins Spiel. Wenn ihr sonst im Team, ich schalte ab, fürs Gameplay seid, dann bleibt heute mal dran. Der Tom gibt sich für euch heute extra Mühe fürs Gameplay. Hier gibt's einen, der heißt Ernst. Den nehme ich, Digga. Dein scheiß Ernst. Ja, I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. God out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time for the... Oh, what? Timo?
Timo? Antoine! Super Torwart, der war nämlich wichtig heute. Aber ich habe wirklich nur die Besten der Besten hier. Was, die was meine Bronzespieler angeht. Oh, das wird immer so ein Longshot-Simulator, ne? Hilfe. Nein. Ach, das ist die Bronze? Scheiße. Egal, der kann das auch. Digga, lass den auch mal schießen, den Bronze, Mann. Der will auch ein Tor machen. Hä? Der hat einen... Oh, wir hatten da das Abseits aufgehoben. Liese-Gang. In welcher Gang bist du in der Liese-Gang? Mandy. Jetzt aber Fred. Ja, ja. Haben wir. Die Pille will nicht röntgen. Haben wir alle. Haben wir alles unter Kontrolle. Ecken sind gar nicht so schlecht dieses Jahr. Oh nein. Nein. Gut, gut. Fuck die Schwimmflügel aus, Digga. Fuck die Schwimmflügel aus gerade. Nix. Schiedsrichter, das ist aber gelb. Das ist gelb, das ist ein taktisches. Hast du schon mal auf dem Platz gestanden? Oh nein. Zieh durch, Horn. Oh mein Gott. Och, wie unlucky, Digga. Oh mein Gott, wie unlucky. Kiefer geht genau da weiter, wo es für mich jedes Jahr aufs Neue aufhört. Das gibt's doch nicht, Mann. Und dann werde ich gebumst. Das ist auch noch der Bronzemann, der den dann reinhaut. Schießt da vorne 100.000 Mal auf die Bude drauf. Weißt du, was ich meine? Nein, 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 nein. Komm schon, nochmal zum Siegel. Wirklich den Belay, was du hier ablieferst, Mann. Wie ist die so richtig? 2-0 fühlt sich echt falsch an, wirklich. Thema Bronze, gar kein Problem. Gut, gehen wir zum Discarden. Okay, ich bin ready. Ich bin auch ready. Ich habe umgestellt. 2 Spieler hast du. Das könnte das ja jetzt im ersten Tag von FIFA direkt 2 Karten discarden. Herzlichen Glückwunsch. Einmal dein Torwart. Und einmal dein linker ZM. Boah, als du links gesagt hast, habe ich kurz Angst gehabt. Es wäre Pep Guardiola gewesen auf dem linken Sturm. Aber das ist einmal Fred und einmal Tierney. Das sind so 10.000 ungefähr. Ist noch okay. Ich discarde jetzt mal so. Ich öffne sowieso so viele Packs aktuell. Ich werde die nicht zurück. Ich werde die nicht zurückholen. Ich müsste mir jetzt mal den Vertrauensvorschuss geben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt Bossio ab. Der Link ist in der Beschreibung. Und lasst es mich wissen, wenn wir mehr Squad-Bitter-Battles machen sollen. In dem Sinne, auf Wiederschauen und reingehauen. Raus von Au. Wilkowski, danke, dass du da warst. Boss, du kriegst die letzten Worte. Mein Liebster, mein Jutster, geht da weiter, wo es aufgehört hat. Boss, ihr gewinnt.